Moin und willkommen zu einer neuen Folge LS15 auf der Bonesland Map. Ja, wie beim letzten Mal schon angekündigt, werden wir heute ein bisschen Rüben roden. Dazu haben wir uns den Holmer gemietet. Und ja, auf den Transportanhänger für die rote Einheit habe ich verzichtet. Verkehr haben wir ja nur noch nicht auf der Map. Wird auch bis zum Release nicht mehr kommen, das steht auch schon mal fest. Fußgänger sind bis dahin auch nicht da. Ja. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ja. Und fahren wir mal eben zum Feld hin. Und ja, abfahren wollte ich ursprünglich mit dem 824er und dem 3-Achs-Kämpfer-Anhänger, den wir haben. Ist jetzt erstmal nichts von geworden, weil der Fendt anderweitig im Einsatz ist und ja, so haben wir dann halt auf den John Deere zurückgegriffen. Und ja, wollen wir mal schauen, wie wir das Ganze hier meistern. Wir haben uns hier vorne erstmal eben irgendwie eine Ecke so ein bisschen unkoordiniert frei machen. Das wird dann nachher auch in Ruhe mit dem GPS arbeiten können. Oder, ja, spontan überlegt. Wir fahren hier erstmal so dran vorweg. So, dann wird's der ein oder andere mitbekommen haben. Ich habe, oder ja, über meine Facebook-Seiten. Ich habe meine Map soweit jetzt fertig. Und ja, Release-Datum ist halt der 1.7. irgendwann im Laufe des Tages. Und ja, die Version, auf der ich jetzt selber noch spiele, ist nicht ganz aktuell. Und ja, auch wenn die Map an sich jetzt fertig ist, ich denke mal, sind ja noch knappe 2 Wochen Zeit, wird noch mal das ein oder andere gemacht werden. Eventuell stellen sich noch irgendwelche Fehler heraus, die man dann noch mal so ein bisschen überarbeiten muss. Und ja, hier und da noch mal so ein bisschen an den Details arbeiten. Aber ansonsten, im Wesentlichen ist das ganze Thema durch. So, dann hätte es diese Woche eigentlich auch fast geklappt, das mit Micha mit den Aufnahmen, dass wir da zusammen uns das Ganze hier mal angeguckt hätten. Ja, passte dann zeitlich doch nicht mehr so ganz. Aber wir haben eigentlich jetzt so den festen Plan, das nächste Woche auf jeden Fall irgendwie hinzukriegen. Und ja, es wird noch jemand dabei sein, wie ich erfahren habe, beziehungsweise ich wurde danach gefragt, ob ich da was dagegen hätte, ob da noch eine weitere Person mit bei sein kann oder darf. Um wen sich das hierbei handelt, sage ich jetzt erstmal noch nicht. Da lasst euch mal überraschen. Es ist auf jeden Fall jemand, mit dem ich so auch noch nicht zusammengespielt habe. Aber ja, viele werden ihn kennen. Das ist auch schon mal Fakt. Aber gut, das, na, da lassen wir uns halt überraschen. Auf jeden Fall freue ich mich da schon drauf. Das kann man auch schon mal so sagen. Ja,
wie wir das auch schon mal hatten, das zeitlich ist doch immer irgendwo ein ja, leidiges Thema. Es sagt sich auch immer so einfach so von wegen, ja, da wird sich schon zusammen passender Zeitpunkt finden oder ist auch alles gar kein Problem. Aber wie sich dann doch auch immer wieder gezeigt hat, ist es manchmal doch ein Problem. Bei mir war das bis vor ein paar Monaten auch noch eine ganz andere Geschichte. Da hatte ich eigentlich ziemlich viel Zeit und ja, mittlerweile ist das ja, seit ich aus dem Krankenhaus raus bin, auch die Situation, dass ich doch so einige Arzttermine habe und die teilweise auch immer ein bisschen blöd gelegt sind. Und ja, Micha hat ja auch so seine Termine und Verpflichtungen und das harmoniert dann halt nicht immer so ganz. Aber gut. Irgendwie geht das schon. So, wo ich mir jetzt aber auch so ein bisschen anfange, Sorgen drüber zu machen, sind meine schönen Matschlöcher hier. Ich habe ja beim Kartoffelroden, das haben wir mit einem Roper gemacht. Da gab es auf den beiden Feldern hier doch so das ein oder andere Problem, dass wir da nicht wirklich mit durchgekommen sind. Und sie da doch ziemlich rumtricksen, beziehungsweise ja, zum Schluss das Grip dafür komplett rausnehmen, weil es sonst hier auf dem Feld 11 überhaupt nicht gegangen wäre. Weil da ist einmal ein großes Loch ziemlich mittig. Und bei dem anderen Feld, bei der 10, da waren das, oder war das Ganze immer nur so streifenweise. Da ging das dann immer noch. Und dann konnte man halt auch mal eben quer zum Streifen ranfahren, musste dann halt ein paar Mal vor und zurück, aber man brauchte den nicht komplett durch und hat trotzdem noch alles vom Feld runtergekriegt. Und so wie bei der 12, da sah das Ganze dann halt schon etwas anders aus. Aber gut, das ist halt die Sache mit diesem Skript und den Schlammlöchern. Man kann Glück haben und man kommt super durch und beim nächsten Mal an der gleichen Stelle mit dem gleichen Fahrzeug kommst vielleicht 2-3 Meter weit. Nun war mein ursprünglicher Plan ja auch mal irgendwie mit dem 824er. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ich da die Leistung so ein bisschen verändert habe. Dass ich die insofern verändere oder insoweit verändere, dass ich damit bei den Matschlöchern keine Probleme habe. Aber ja, das war auch nur der Grundgedanke, der sich nie überhaupt nicht bestätigt hat. Also viel Leistung bringt da auch nicht unbedingt was. Und versenkt die Kiste auch. Und gut, es gibt dann halt auch dann, wenn man irgendwo versagt ist, mehrere Möglichkeiten. Entweder man setzt die ganze Geschichte zurück. Ja, und dann kann man das Skript rauslassen. Oder man versucht, sich irgendwie doch noch selber daraus zu wühlen. Ich mache das dann meistens, dass ich mir dann eben den Radlader ranhole und versuche, den Trecker irgendwie da wieder aus dem Loch rauszuschieben. Weil der Radlader, den habe ich bisher noch nie versenkt. Den kann ich auch ruhig da drinnen stehen lassen und dann später nochmal wieder damit losfahren. Und damit bin ich bis jetzt immer durchgekommen. Und ja, mal gut, dass man nicht immer gesehen hat, wie ich die Trecker mit dem Radlader da aus den Löchern befördert habe. Also manches Mal hätte man die danach auch direkt zum Schrott bringen können. Wenn wir jetzt im Realen wären. Ja. Gibt aber auch noch eine weitere Möglichkeit, und zwar wenn man einen Frontlader hat, das ist immer ganz praktisch, da Frontlader in Verbindung mit einer Ballengabel oder mit einer Schaufel, da kann man sich denn, wenn man die Ballengabel in der richtigen Position hat, sich so ein bisschen abstützen und ja, rausziehen oder rausdrücken. Also man muss sich halt nur zu helfen wissen.
Und ja, bei uns scheint das jetzt mit dem Gewitter loszugehen. Da haben wir ja in der Vergangenheit eigentlich auch immer relativ viel Glück gehabt. Wenn mal was war, dann immer nur so ein paar Minuten. Gut, die letzten 2-3 Tage war dann doch mal so ein, zwei Mal ein bisschen heftigerer Regenschauer mit bei. Aber im Großen und Ganzen sind wir hier irgendwie in einer Zone gelandet, wo das alles nicht ganz so heftig ist. Aber ja, wie das so ist, das Wetter könnte sich auch ruhig mal entscheiden, was es denn jetzt überhaupt will. Weil die Luft an sich ist nicht wirklich angenehm. Komisch drückend und schwül die ganze Zeit. Aber naja, ändern kann man es eh nicht. So, und dann zu der Map an sich. Da wird es dann ja noch eine ziemlich genaue Anleitung mit zugeben. Zumindest finde ich, dass sie ziemlich genau gemacht ist. Die habe ich auch mittlerweile fertig bekommen. War auch ein ganz schönes Stück Arbeit. Und ihr erhaltet denn dazu noch eine Modliste, wo aufgeführt ist, was ihr unbedingt braucht und ja, was man optional benutzen kann, beziehungsweise was ich dafür so nutze. Aber ich meine, das hatte ich auch schon mal gesagt. Ja, da ist alles verlinkt und ja, es sollte da zu der ganzen Geschichte normalerweise denn keine Fragen mehr geben. Also wer da denn irgendwas nicht findet oder nicht hat, nicht nutzen kann, wie auch immer, oder einfach mit der ganzen Geschichte überhaupt nicht zurechtkommt, der hat dann im Endeffekt wirklich selber Schuld. Und ja, die andere Sache ist, das hatte ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, die Map wird es nur bei mir auf der BC6 Modding Seite geben. Link ist ja wie gehabt unter dem Video. Ich werde sie nicht auf irgendwelche anderen Seiten einstellen. Das heißt, wenn die irgendwo bei Modhoster oder sonst wo auftaucht, ist das nicht von mir. Kann oder wird dann zwar meine Map sein, aber ich habe sie da nicht eingestellt. Und dann wollen sich da wohl andere dran bereichern. Obwohl ich das an sich eigentlich auch weniger vermute, weil so bekannt bin ich jetzt nun auch nicht. Sag ich jetzt einfach mal so. Und ich denke mal, die Map an sich, ja, ist halt ziemlich einfach gehalten. Hat zwar viele zusätzliche Funktionen und Geschichten mit drinne, aber ansonsten von der Bauart ist die halt ziemlich einfach gehalten. Und ich weiß nicht, ob sich das so wirklich lohnt, da jetzt mal so Modclaw zu betreiben. Aber gut, lassen wir uns überraschen und so weiter ist. Ja, wie gesagt, Map wird es dann halt nur bei mir auf der Seite geben und entsprechend gibt es dann auch nur von meiner Seite aus auf der Seite halt den Support, beziehungsweise wenn da irgendwie was ist, Fragen oder so, muss man mich halt einfach da eben privat anschreiben, dann helfe ich auf jeden Fall weiter. Zumindest wenn sich's wirklich um problematische Geschichten handeln und das nicht irgendwas ist, wo denn nur einer zu faul war, die Anleitung zu lesen. Weil das sehe ich dann auch nicht ein, da denn helfen zu müssen. Nur weil einer das nicht lesen will. Ja. Gut. Dann lassen wir das mal soweit erstmal im Raum stehen. Und warten ab, was denn so in nächster Zeit noch alles kommt und passiert.
So, und wenn wir denn hier mit den Rüben durch sind, denke ich mal, dann ist es auch soweit, dass wir unsere zweite Biogasanlage in Betrieb nehmen können. Die haben wir dann ja über diese BGR-Extension von Upside Down am Laufen. Und ja, inwiefern wir denn die andere Biogasanlage noch mit weiter betreiben, muss man mal gucken. Beziehungsweise die wird zwar auch weiter mit betrieben, aber wahrscheinlich nicht im vollen Umfang. Aber ja, das sind auch wieder so Sachen, muss man sich halt mal Gedanken drum machen, wenn es soweit ist. Ich bin ja eh jemand, der sich nochmal spontan ganz gerne umentscheidet. Und ja, von daher ist das auch immer so ein bisschen schwierig, da im Vorfeld irgendwelche Aussagen zuzutreffen. Das ist halt bei mir so. Ich kann jetzt sagen, na gut, die betreiben wir dann erstmal nicht weiter mit. Und morgen bin ich dann schon wieder auf dem Stand, von dem auch doch. Lassen wir mal komplett mitlaufen. So, und ich glaube, den Anhänger werde ich mir demnächst auch noch mal ein bisschen vornehmen, dass zumindest die Plane ein kleines Stückchen höher kommt. Irgendwie, ja. Ist ein bisschen niedrig. So, das soll es denn für heute aber auch erstmal gewesen sein. Ja, ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen und Spaß gemacht hat und dass wir uns dann auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, tschüss.